3, 2, 1. Viel Spaß, alles Gute. Warte mal auf 2012. Kommt gut wieder nach Hause. Zum runden Geburtstag des Montafon Arlberg Marathon machten sich an die 600 Teilnehmer auf den Weg von Silbertal nach St. Anton. Auch in Ausgabe Nummer 10 standen wie gehabt 1300 Höhenmeter am Programm, die den Läufern alles abverlangten. Ja, wir haben heuer Teilnehmerrekord und das freut natürlich einen Veranstalter ungemein. Und ich glaube, dass der Montafon Arlberg Marathon in die richtige Richtung geht. Wir haben uns am Anfang gedacht, dass das gleich einschlägt in der Laufszene, wurden aber eines Besseren belehrt, aber nur durch konstante Arbeit haben wir den Erfolg erreicht und gerade die letzten 3 Jahre, sage ich mal, ist es jetzt in eine Phase gekommen, wo wir alle sehr zufrieden sind. Ich bin heute total zufrieden, weil ich nämlich, ja, ich war letztes Wochenende auf der EM in Bludenz und das lief bei mir überhaupt nicht. Und jetzt habe ich gedacht, ich brauche einen Ausgleich dafür und heute lief es genial gut. Landschaftlich gigantisch, ganz toll zum Laufen, ein super Lauf und das Wetter genial, optimal. Das war jetzt mein erster Bergmarathon oder mein erster Marathon überhaupt. Und gleich gestartet mit einem Bergmarathon und ist mir ganz gut gegangen in 3 Stunden 14 irgendwas. Das passt ganz gut, ja. Das ist die unglaubliche Schönheit der Natur. Es ist dieses, sage ich mal, völkerverbindende Event, wenn die da von Tirol nach Vorarlberg, von Vorarlberg nach Tirol natürlich hergehen und da alle miteinander, verschiedene Nationen. Das ist kein harter Wettkampf, sondern das Miteinander den Berg zu bezwingen und das macht das Ganze aus. Selbst der Sieger hatte Zeit, die Umgebung zu genießen und empfand als Highlight neben dem Sieg das Panorama. Wenn man von Vorarlberg nach Tirol hereinkommt, über das Joch drüber, das ist wunderschön.